Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. A Link to the Past. Hier ist ein Teleporter. Und somit sind wir in dieser Welt wieder. Das Problem ist, das will ich gerade gar nicht eigentlich. Beziehungsweise jedenfalls nicht hier in diese... Ach egal, komm, machen wir. Wir machen jetzt den Palast. Ja. Okay, Moment. Hier brauchen wir auch wieder den Feuerstab. Ziemlich viel. Wegen diesen Viechern. Und ja, den Palast können wir, glaube ich, gar nicht anders... Ups. Gar nicht machen, nachdem wir... bevor wir den dritten Palast gemacht haben. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube nicht. Kann auch sein, dass wir den auch nicht machen können, nachdem wir den... bevor wir den vierten nicht gemacht haben. Ich weiß es echt nicht genau. Zack, zack. Aber der Palast ist kompliziert, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Der Palast ist kompliziert. Okay. Ah, oh, Mann, ey. Okay, sie sind besiegt. Oh, ich hasse diese Steuerung auf dem Eis. Okay, gut. So, jetzt den Stein nach oben schieben und hier lang gehen können. Und schon wieder diese Viecher hier besiegen. Okay, oder auch nicht. Gar nicht erst treffen. Ist auch eine gute Möglichkeit. Oh Gott, okay. Oh Gott. Aua, natürlich werde ich getroffen. Natürlich, aber natürlich, ich will. Eissteuerung ist kacke. Okay, oh, geschafft. Aber wir können hier nicht lang. Stimmt. Warum mache ich das denn? Okay, wir müssen wieder zurück und... Danke. Hier oben lang gehen. Hier oben, genau. So, und jetzt besiege ich... Aua. Erstmal diese Kackviecher. Aua. Mann. So, da müssen wir eine Bombe legen. Zack, zack, zack. Hier noch eine Bombe legen. Diese Kackviecher hier... Nicht... Okay. Ich lasse es. Ich lasse es schon. Ich habe keine Lust mehr. So, kann man hier auch eine Bombe legen? Okay. Wie es aussieht, können wir hier keine Bombe legen. Nee. Aber hier kommt gleich noch ein... So ein... Genau, Skelettsoldat runter. Zack. Und wir können hier lang. Okay. Ja. Okay, komm raus. Genau. Ich glaube, die ganzen Dinger hier musste ich sogar besiegen, oder? Oh Gott. Ich bin dumm. So, und der ist nicht umsonst da. Ich glaube, den müssen wir betätigen. Ich hoffe zumindest, dass wir den betätigen mussten. Nein, natürlich nicht. Kann ich den Boomerang? Zufälligerweise. Ja, kann ich. Nice. Okay. Ich sterbe hier, ey. Ja. Okay, Doki. Okay. Du bist offiziell total die Hohlböhne. Ist okay. Zack, zack, zack. So, okay. Stimmt, sonst hatte ich immer den Enterhaken, soweit ich weiß. Ich hab damit immer alles gekillt. Ich hatte, glaube ich, immer den Enterhaken ausgerüstet. Oder den Boomerang. Andere Leute immer den Bogen, ich immer Enterhaken oder Boomerang. Okay. Ich bin gern. Okay. Vor allem bin ich leise, wenn ich mich die ganze Zeit versuche zu konzentrieren. Aber das funktioniert nicht unbedingt sehr gut. Jetzt geht... Mann, dreh dich doch, Link.
Du sollst dich in die andere Richtung drehen, damit du die auch angreifen kannst. Oh, ich habe die ganze Zeit nach oben gedrückt, aber... zur Seite gedrückt, aber Link hat weiterhin nach oben gezielt. Oh. Hallo? Ha. Was ist hier? Können wir hier schon was machen? Ich glaube, wir konnten hier noch nichts machen. Ich muss erstmal schaffen, hier reinzukommen. Denn das war immer mein Problem. Was ist das? Was zur Hölle ist das? So, runter. Danke, Link. Okay, aber hier konnten wir was machen. Und zwar irgendwo hier eine Bombe legen. Soweit ich das jetzt noch weiß. Zack. Der kommt auch raus, genau. Und hier bekommen wir Bomben. Ich weiß nur nicht, ob wir da runterfallen sollten. Wir machen's. Ohne großen Schlüssel natürlich. Scheiße. Okay. Zack. Okay. Moment. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt lang muss. Hier ist ein Schlüssel, das ist schon mal gut. Der ist besiegt. Damit habe ich die Tür geöffnet, okay. Ich muss die Dinger, glaube ich, nicht besiegen, aber ich will hier halt die Herzen unterhaben. Also die hier drunter sind haben. Und ich werde trotzdem getroffen, weil das andere Kackviech ankam. Okay. Doki, sieh es ein, du hast kein Glück in diesem Spiel. Nein, ich glaube echt nicht. Komm, danke. Oh Mann, wo kommen wir hier denn lang? Natürlich falle ich da runter. Okay, Moment. Okay. Okay. Oh Gott. Aua. Ist hier ein Schlüssel? Schöne Sache. Schlüssel nehme ich doch immer wieder gerne. Dödüm. Ah, den brauchen wir sogar, okay. Zack, zack, zack. Alle besiegen. Bringt das was? Nein, bringt nichts. Okay, schade. Hätte er sein können... Okay, Moment, hier sind noch welche. Bringt das jetzt was? Nein, schade. Die Bombe brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich will einmal bitte hier lang. Ich weiß nämlich nicht mehr, was hier war. War das hier? Ah, hier sind wir hier, genau. Aua. Aua. Moment, was gab's da oben? Gab's da oben überhaupt was? Ich habe mal den Schalter gedrückt. Vielleicht öffne sich hier oben ja auch noch eine Tür. Ja, hier oben ist auch eine Tür auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wo die hinführt. Aber von hier kommt man, glaube ich, auch einmal... Wieso mache ich das eigentlich nicht die ganze Zeit? Aua, schon so. So, zack, perfekt. Besiegt, besiegt, rüber. Besiegt. Nicht besiegt. Besiegt und besiegt, danke. Drecksviecher. Okay, ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oh. Doch, bin ich. Bin ich. Ich bin richtig. Die Schlüsseltür müssen wir, glaube ich, nicht öffnen. Und das können wir uns auch holen. Hier ist ein Schlüssel, genau. Da wir den Unsichtbarkeitsmantel haben, können wir hier rüberlaufen, ohne dass wir Schaden kriegen. Hier ist eine Bombe. Okay, der Palast... Okay, doch nicht. Den Palast dürften wir in diesem Part auf jeden Fall packen. Hier sind wir sogar richtig, oder? Oder sind wir jetzt so früh? Ich weiß es gar nicht genau. Einmal die Bombe. Kommt hier noch was runter? Nein. Hammer. Das ist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, abartig, unglaublich. Hammer. Wir haben 3 Schlüssel. Das ist schon mal cool. Aber ich glaube, also alle müssen wir, glaube ich, nicht aufbrauchen. Da ist noch eine... Okay, wir haben... Okay. Und damit... Ich wusste, an einer Zunge... An irgendeiner Statuzunge konnte man ziehen. Ich wusste nur nicht mehr, in welchem Dungeon. Karte.
Immerhin. Da, ja, die öffnet uns dann auch wieder, genau. Die Tür. Und hier können wir hoch und kommen zu der Truhe mit dem großen Schlüssel. Richtig, okay. Und ich glaube, ja, wir gehen nicht da lang zurück. Wir gehen den Weg wieder zurück. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, es geht schneller vor allem. Es geht um einiges schneller. Natürlich geht es um einiges schneller. Denn hier können wir jetzt gleich einen Schlüssel einsetzen. Müssen wir zwar nicht. Ist halt nicht nötig, diese Tür zu öffnen. Wir kommen dann hier hin. Aber ich kann nochmal nach hier oben gucken, denn ich weiß nicht mehr, was hier war. Kein sinnvoller Raum, wie es aussieht. Okay. Kein sinnvoller Raum. Aber das ist egal, denn hier wollte ich eh hin. Aua. Aua. Was war denn nochmal hier der Dungeon-Boss? Das weiß ich auch nicht mehr. Scheiße. Tür öffnen, danke. Dadurch, dass wir hier oben schon waren und diese Truhe erschaffen haben, können wir uns nämlich jetzt hier rüberziehen. Diese Dinger hier ausschalten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Danke. Diese Dinger ausschalten und ja, uns da runterfallen lassen und wir kommen dann an die große Truhe. Und wir bekommen, zack, einen neuen Anzug. Oh, die blaue Rüstung, damit machen die gegnerischen Angriffe weniger aus. Und wir sehen um einiges stylischer aus. Find ich. Ich finde, das sieht so stylisch aus. Okay, die Mütze passt jetzt nicht unbedingt so gut, aber das Blaue sieht halt einfach echt cool aus. Zack. Dadurch, dass wir eigentlich schon Schlüssel haben, genug auch. Okay, Moment, wir müssen nochmal warten. Hi. Besiegen. Das. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles hier besiegen müssen. Ich bin der Meinung nicht, aber ich mach's einfach mal. Nein, okay, gut, wir hätten einfach nur durchrennen müssen. Da wir die Schlüssel schon haben, aber okay. Ist ja egal. Wir haben zwar wenig Leben, aber das können wir gleich wieder auffüllen. Können wir das eigentlich auch so besiegen? Nein. Besiegen nicht, aber wegkicken. Aufmachen. Okay, nicht aufmachen. Aber, aua. Wir können hier rein. Und müssen diesen Schalter umlegen, genau. Genau das war's. Ha, hu, ha. Ich wollte nicht getroffen werden von diesem Viech. Und, ach genau, ich dachte, stimmt, ja okay, nee, mein Gedanke war gerade ein bisschen anders. Moment, ich kann nicht gleich erzählen, warum. Erstmal müssen wir wieder hoch. Können dann erstmal hier runterfallen, damit wir uns wieder voll heilen können, denn da unten warten Feen auf uns. Ich lass mich auch mal treffen eben, ist ja egal. Hier unten können wir uns ja gleich wieder voll heilen, heieiei. Schwierige Geburt, ey. Aber natürlich sind hier wieder, ist hier wieder Eis. Wir könnten sogar noch eine Fee fangen, weil wir vier Flaschen haben und nicht mehr drei. Stimmt. Eine haben wir ja vorhin aufgebraucht. Egal. Erstmal wieder hier hoch. Und hier schnell durch. Genau, und jetzt können wir nämlich... den runterschieben. Ich glaube aber, wir müssen noch einen runterschieben. Oder? Nee. Das war der richtige, oder nicht? Nee, das war nicht der richtige. Oder? Ich guck einfach mal nach. Wir haben ja die Zeit. Nein, das war nicht der richtige. Wir müssen nämlich eigentlich, glaube ich, nochmal runterfallen. Genau. Wir müssen nochmal zu der großen Schatztruhe. Also zu der großen Truhe. Stimmt. Oh Gott. So. Wir müssen zu der großen Truhe. Was mich wundert, dass die Vase, also dieser Totenkopf hier, Totenschädel, den Schalter nicht drückt, der da unter ist.
Weil eigentlich macht das ja auch Sinn, ne? Liegt ja was drauf. Vielleicht nicht schwer genug. Ja gut, das könnte sein, aber trotzdem. Mann, Alter, ich hasse dieses Eis, ey. Hätte der Anzug nicht machen können, dass man nicht mehr auf Eis rutscht, sondern ganz normal gehen kann. Oh, ich hasse... Nee. Ich hasse es so dermaßen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Warum müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurückrennen? So. Dann zack. Raufgehen. Natürlich getroffen werden, weil wir sind ja dumm. Alter. Ich komme auch nicht in Türen rein, wie ihr seht, ne? Ohne Witz. Guckt euch das an. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Gut, aber immerhin. Haben wir es endlich geschafft. So, jetzt den Stein runterschieben. Den nicht, okay. Zack, wir landen hier. Und können, aua, den Stein darauf schieben. Alter. Ich krieg hier einen Anfall. Ich krieg hier einen Anfall. Mann, ich hab mich gedreht. Oh. Heilige Scheiße. Aua. Ich wollte nicht ziehen, aber okay. Leute, ich... Nee. Ich... Nee. Nee. Einfach nee. So, die kann ich nicht ziehen? Nein, okay. Hiervon kann ich den hier ziehen. Nein, komm wieder auf den richtigen Fleck. Danke. So, zack. Zack. Jetzt komm du wieder zu mir. Nein, muss noch weiter eigentlich, aber okay. Komm. So ist zu weit, glaube ich. Okay, Moment. Niemand weiß, dass ich hier war. Niemand. Ach, das Viech. Oh, nee. Okay. Ja. Aber hier ist kein Eis mehr. Das ist super. Oh, schön. Aber diese Viecher dafür. Aber der Boss ist eigentlich echt einfach. Wenn man sich nicht dumm anstellt wie ich. Vielleicht ist es auch echt ein Fehler, dass ich mit Controller spiele. Weil ich es auch mit Controller knüppel und nicht mit Steuerkreuz spiele. So, der ist besiegt. So, zack, 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 zack. Okay, letzter. Letzter. Letzte Wolke oder was auch immer das sein soll. Und wir haben es geschafft. Wir haben den fünften Dungeon durch, Leute. Nur noch 4 Herzen fehlen uns. Das heißt auch 8 Herzteile oder so. Nein, nur noch 6, glaube ich sogar. Oh, schön. Endlich. Oh. Herrlich. Dim, dim, dim. Toki, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Volk der Hylia verfügte über magische Kräfte. Ebenso wie die 7 Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Dennoch, wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind die Kräfte so stark wie damals. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Ganon bezwingen. Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land. Und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Doki. Yo. Ich vertraue auf mich auch, ey. Yeah. Krass, Mann. Und ich will jetzt noch ein Herzteil holen, bevor wir den Part beenden. Und das holen wir in der richtigen Welt. Aber dafür müssen wir jetzt aus der Schattenwelt in die richtige Welt. Ich bin niemals in diesem Busch gewesen oder in diesem Stein. So. Danke. So, dann müssen wir uns an einer anderen Stelle wieder
zurück teleportieren. Ich mache das einfach mal an dieser Stelle hier. Hier hoch. Und da oben konnten wir uns teleportieren, ne? Genau. So, zack, zack. Hier zurück teleportieren in die Schattenwelt. Damit wir von hier aus wieder zum See rennen können. Ich glaube, eine andere Stelle gab es nicht zum Teleportieren. Also keine, die noch näher dran war. So, von hier aus wieder zu dem See. Ist es der Hylia-See? Ich glaube schon. Zum See. Hier hineinspringen. Und ich glaube, es war sogar schon hier. Zurück teleportieren. Und wir landen hier drauf. Können uns ein Herzteil holen. Und teleportieren uns jetzt nochmal, so gesehen, zum 6. Palast. In die Wüste. Und hier befindet sich ein Portal, das wir aber erst im nächsten Part betreten werden, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!